Die Februarcharts sind da. Zum zweiten Mal in diesem Jahr geht es um die Frage, welche Autos sind in Deutschland am häufigsten zugelassen worden. Wir zeigen euch hier die Top 10 aus dem Februar 2022. Den Anfang macht der 10. aus dem Vormonat. Der Audi A3 war im Januar auf der 10 und ist es im Februar wieder. Dabei ist er im Februar häufiger verkauft worden als im Januar. Insgesamt 3.172 Mal ist er neu auf unsere Straßen gefahren. Von Platz 6 auf Rang 9 abgerutscht ist der Mercedes GLC. Die nächste Generation steht in den Startlöchern und so langsam beginnt der Abverkauf der aktuellen und sehr beliebten Generation. 3.226 Mal ging er im Februar über den Zulassungstisch. Neu in den Top 10, zumindest in diesem Jahr, ist der Audi A4. Auch hier wird noch 2022 die neue Generation erwartet. Und deswegen kann man aktuell vielleicht noch einen ganz ausgereiften A4 vom Händlerhof entführen. 3.334 Mal hat der Mittelklasse-Ingolstädter sich beim Kraftfahrtbundesamt in die Liste eingetragen. Wer sich häufiger die Top 10 bei uns anschaut, für den ist Platz 7 keine große Überraschung. Alle anderen könnten sich vielleicht wundern, dass der Fiat 500 mal wieder oben dabei ist. Zu den 3.364 Einheiten zählen in diesem Fall auch die E-Autos. Und mit diesem kleinen Trick feiert der 500er seinen gefühlten 13. Frühling. Auf Platz 6 steht ein Auto, das sich vor allem freuen wird, vor dem A4 gelandet zu sein. Der BMW 3er verpasst mit 3.378 Einheiten zwar knapp die Top 5, ist aber in der Premium-Mittelklasse ganz oben vor Mercedes und Audi. Damit kommen wir zu den Top 5 und zu den Autos, die das Gefühl schon kennen, oben dabei zu sein. Der Opel Corsa war zwar im Vormonat noch Vierter, holt aber mit 3.408 Einheiten immerhin noch Platz 5 und bleibt damit der beliebteste Kleinwagen Deutschlands. Der Opel Corsa und der Skoda Octavia haben im Februar die Plätze getauscht. So schafft es der Tscheche im Vergleich zum letzten Monat auf Platz 4. 3.650 Neuzulassungen machen es möglich. Die Bronzemedaille geht an ein Elektroauto. Weil der T-Roc sich auf das Facelift umstellt, fährt Tesla ganz ungefährdet auf den Bronzerang. 3.690 neue Model 3-Besitzer haben den Schritt weg vom Verbrenner hin zum reinen E-Auto gewagt. Silber geht wie schon im Vormonat an den großen Bruder des T-Roc. Der Tiguan ist satte 5.294 Mal neu zugelassen worden. Das bedeutet normalerweise sogar Platz 1. In diesem Monat reicht es allerdings nur für Silber. Und damit ist der Tiguan genauso gut wie im Januar. Denn Gold geht an den Golf. Nochmal 700 Einheiten mehr als im Januar und damit fast sagenhafte 8.847 neue Golf erblicken das Licht der deutschen Straßen. Das ist dann wirklich sehr einsame Spitze. I'm just